Wir sind auf dem Weg von Griechenland nach Italien und befinden uns nun mitten auf dem Ionischen Meer. Ob wir die letzten Meilen zur Küste unbeschadet meistern und es dann auch noch durch die Straße von Messina schaffen? Das erfahrt ihr in diesem Video. Und damit herzlich willkommen! Ich bin wach geworden, es war super ruhig. Ich habe von 1:30 oder 1:45 habe ich Erik abgelöst. Ich war dann doch relativ lange wach. Es war wunderschöner Sternenhimmel. Und ja, jetzt haben wir, wie gesagt, 5:20 und Erik ist am Steuer, weil jetzt doch ein paar Böen reinkommen und die machen ein bisschen Schräglage, deswegen bin ich auch wach geworden. Ansonsten kann man sich über die Nacht überhaupt nicht beschweren. Wir haben beide gut geschlafen, sind ausgeschlafen. Und dadurch, dass halt, wie gesagt, jetzt hier gerade so ein paar Böen sind, haben wir gesagt, Erik, geht mal ans Steuer, läuft dann einfach mal ein bisschen Höhe. Es gibt ja das Sprichwort, kommt eine Böe, läufst du Höhe. Das haben wir uns gemerkt. Wir hatten ja schon ein paar Erfahrungen. Ja, so macht man dann das Beste draus. Ich bin aber jetzt auch fett angezogen und bereit, falls wir irgendwie das Segel reffen müssen. Bis jetzt nur höchste Böe 17 Knoten. Wir haben gesagt, ab 18, 19 reffen wir und das sollte eigentlich passen. Guten Morgen. Ja, wir fahren halt, also eigentlich war die komplette Tour auch ein Halbwindkurs angesagt und ja, eigentlich sind wir die ganze Tour einen Amwindkurs gefahren und wir haben jetzt halt, wie gesagt, volles Segelzeug draußen, also alles, was geht. Und so bis 15 Knoten ist es auch völlig in Ordnung, wenn nicht viel Welle da ist, ist auch gerade keine Welle. Aber so 17, 18 dann in der Böe, dann hat man schon echt viel Schräglage. Und wie ihr seht, die Sonne geht wieder langsam auf. Das ist mega schön, jetzt so ab 5 Uhr wird es dann hell. Erik hat sich nochmal hingelegt, ich habe ihn aber jetzt gerade nochmal kurz geweckt, weil wir haben hier das erste Mal ein Bötchen, was auf uns zukommt, beziehungsweise ich habe es schon am Horizont gesehen, jetzt sehe ich es auch im AIS und erst dachte ich, das wäre ein Fischerboot und jetzt sehe ich einfach, dass das einfach ein Fischerboot ist mit einem Boot im Schlepptau. Wir haben gestern auf unserem, ich gehe mal ein bisschen tiefer, damit ihr besser was hört. Wir haben gestern auf unserem Funkgerät jemanden gehört, der ein Schiff ausgerufen hat, das wohl verlassen umhertreibt. Und ja, das ist ein bisschen spooky gewesen, weil ich habe auch zu Erik gesagt, irgendwie ist das super gruselig, dass wir jetzt nicht wissen, was Sache ist. Und ja, man weiß halt nie in der Nacht, ne, kommt das jetzt auf einen zu oder so. Und wir haben das aber leider auch nicht richtig verstanden. Also wir haben... Der hat das nur einmal durchgefunkt und ich glaube halt jetzt, dass dieses Fischerboot gerade dieses verlassene Boot abschleppt. Das ist so abgefahren, weil ich mir gerade denke, Alter, das ist gar nicht wahrscheinlich so weit weg hier gewesen und oh ne, das ist echt gruselig. Also ich muss sagen, ich finde das schon ziemlich spooky, wenn einfach so ein Kollision, also es ist kein Kollisionskurs, ja, aber ich habe das Gefühl, der hat jetzt erst abgebremst. Wirklich, der war so viel schneller gerade noch. Abgefahren, ja, dass der das einfach abschleppt. Ja, Freunde, wir haben den Motor an, haben wir uns jetzt echt zu entschieden,
weil gerade gar kein Wind ist, so seit fast 40 Minuten. Wir haben erst Segel runtergenommen, festgebunden, erstmal ein bisschen rumgedümpelt, gedacht, komm, vielleicht kommt ja ein bisschen was. Ich sag mal so, spricht ja nichts dagegen, in der Flaute einfach Motor aus oder Segel runter und halt auch keinen Motor anzumachen. Nur dadurch, dass sich in der Nacht so eine Welle aufgebaut hat, so ein Swell, ist es halt wirklich so ein komplettes Hin- und Hergeschaukel, was halt echt unangenehm ist. Deswegen gibt es auf jeden Fall erstmal wieder ein kleines Highlight. Es gibt jetzt erstmal Frühstück. Eigentlich wollte ich gerade den Moment filmen, in dem Erik den Schlüssel nach 3 Stunden rumdreht und aus der lauten Kulisse des Motors diese ruhige Kulisse vom Segel wird. Ja, der Autopilot ist ein bisschen, aber das ist nicht viel. Ja, genau, wir sind 3 Stunden Motorrad und jetzt haben wir 6 Knoten Wind. Das ist jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei, aber... Der Plan war ja eigentlich sozusagen, warum wir auch erst um 16 Uhr vorgestern losgefahren sind, dass wir quasi noch den ganzen Tag als Puffer haben. Ja, dadurch, dass wir in der ersten Nacht mit vollem Ref gesegelt sind, haben wir halt ein bisschen Speed da verloren und jetzt sind wir halt in so ein Flautenloch reingekommen. Das heißt, wir kommen heute Abend eh im Dunkeln an und dann spielt es auch keine Rolle, ob wir irgendwie um 11 Uhr ankommen oder um 2 Uhr in der Nacht. Also ja, deswegen lieber jetzt ein bisschen Geld sparen beim Sprit und Lautstärke. Ich habe mir jetzt nochmal eine Butze angezogen, weil es ist nämlich draußen, die Sonne scheint, aber in der Sonne ist es, da verbrennt man sich und wenn man im Schatten sitzt, ist es schon fast ein bisschen kühl, weil der Wind ein bisschen aufgepickt hat, was uns natürlich sehr erfreut. Wir sind gerade nochmal so ein bisschen rumgedümpelt bei 5-6 Knoten. Jetzt mittlerweile haben wir 7-8-9 Knoten, es pickt ein bisschen auf. Und was wir auch haben, wir haben jetzt Internet. Wir sind ungefähr 40 Meilen vor Italien und auf einmal hat es Bing gemacht und ja, da war auf einmal wieder das Internet da. Das hat natürlich Erik direkt mal motiviert, wieder ein neues Video zu cutten. Aber dafür brauche ich ja Internet. Ja, aber das hat dich motiviert. Dafür braucht er natürlich kein Internet, aber es hat ihn gerade motiviert, runterzugehen, weil er weiß, jetzt bald müssen wir wieder was hochladen, so ungefähr. Schräglage ist wieder on. Es ist der Hammer, ja. Also wir hatten jetzt wirklich eine 1,5 Stunden wieder Motorrad, weil wirklich die Flaute war. Wir hatten die ganze Zeit einen Amwindkurs und jetzt von der anderen Richtung bläst jetzt der Wind. Und zwar können wir jetzt dank dem Sonnenuntergang, die ganze Zeit hat die Sonne sehr geblendet, deswegen habe ich euch jetzt erst rausgeholt, die Kamera rausgeholt. Jetzt sehen wir richtig gut das Land im Hintergrund. Und sogar den Ätna, richtig geil, ganz hinten. Ich zeige euch das jetzt gleich. Wir sind angekommen! Nice! Mit 5 Stunden Motor haben wir es gut geschafft, oder? Ja, also... Jetzt müssen wir nur noch die Griechenlandflagge runterholen. Das haben wir leider noch nicht geschafft. Ja, wir wollten es vorhin in der Flaute machen und dann meinte er, ja komm, haben wir noch Zeit. Und dann auf einmal hat der Wind abgepickt. Naja. Aber ich bin happy, es riecht so geil nach Pinien. Wunderschön. Naja, jetzt geht's in die Koje, denn morgen steht ja schon wieder was Neues an.
Ich habe jetzt aufgeräumt, weil wir sind die ganze Zeit unter Motor und über die zwei Tage ist hier ganz schön, was heißt Chaos, aber alles lag so ein bisschen rum. Und ich freue mich auch ehrlich gesagt, jetzt hier mal auch nochmal richtig durchzuwischen, weil man merkt, dass es so ein bisschen salzig alles ist, dadurch, dass wir jetzt so viel am Wasser waren und die ganze Zeit auch den Niedergang auf hatten. Ja, aber wie gesagt, wir sind unter Motor. Wir hatten gerade mal noch das Vorsegel draußen. Jetzt haben wir aber gerade nur das Großsegel, weil ja, der Wind ist nicht wirklich da und kommt auch irgendwie von allen Richtungen. Und es ist immer ein bisschen unangenehm, also man will nicht jammern, aber wir sind ja ein Segelboot und kein Motorboot. Man muss aber manchmal so Sachen an den Kauf nehmen, weil die Strömung für den Kanal passt halt ganz gut. Um 14, 15 Uhr sollten wir da sein, damit wir die Strömung dort mit uns haben. Und da müssen wir jetzt einfach das in Kauf nehmen, dass wir hier unten auch ein paar Meter machen und können jetzt hier nicht einfach ein bisschen rumdümpeln. Sehr gespannt, was wir jetzt noch alles so sehen werden, weil wenn man natürlich so zwischen zwei Küsten vorbeifährt, das ist natürlich dann ein bisschen aufregender fürs Auge als nur das blaue Wasser von den letzten Tagen. Wobei, das war auch sehr schön. Es ist alles schön, aber Küste ist schon ein bisschen was zum Angucken immer. Das ist ganz nett. Und wir nehmen euch da natürlich auch mit. Wie immer, ihr seid immer dabei. Da muss man sich ja mal wieder was anziehen. Wind kommt auf. Es ist richtig kühl, Fahrtwind. Ja, müssen wir jetzt mal gleich überlegen, was wir machen. Was sagt denn der Zeppenfeld? Also, der Wind kommt natürlich wie immer aus der falschen Richtung. Aber das war uns vorher schon bewusst. Wir fahren jetzt gerade mit 4, 4,5 Knoten noch, halt unter Maschine. Und jetzt langsam müsste so die Strömung reinkicken von Messina. Das heißt, ich schaue mal gleich, ob wir ein bisschen Geschwindigkeit verlieren oder nicht. Wie gesagt, jetzt haben wir das Großsegel noch draußen, fahren aber jetzt nicht mehr in optimalen Kurs. Und dadurch, dass wir eh die Maschine anhaben, will ich gerade überlegen, lieber das Segel einfach runterzuholen und einfach straight hochzufahren, weil, naja, wir werden wahrscheinlich jetzt ein paar Zentimeter nur schneller sein mit dem Großsegel. Und ja. Ich weiß nicht, ob man es gerade gesehen hat, aber da war so ein kleiner, ja, diese Wasserverwirbelung, diese sogenannten Whirlpools, die sind an sich relativ ungefährlich, aber ist auf jeden Fall faszinierend. Also es gibt ja ganz viele Mythen hier, dass hier zig Boote in den Untergrund gesogen worden sind. Also wir sind ja jetzt nicht so drin in diesen ganzen Mythen und Sagen-Dingen, aber die Straße ist ja schon etwas berüchtigt. Aber ja, Stand jetzt kommen wir auf jeden Fall super gut durch. Einen Knoten ungefähr jetzt Gegenströmung, aber den hat man immer. Und gleich, wenn wir quasi zu der Meerenge kommen, da haben wir das jetzt aber so getimt, dass wir gleich drei Knoten, wenn es stimmt, sozusagen Strömung mit uns haben. Also aber das ist wirklich nur in dem letzten kleinen Viertel. Und ja, sonst wie quasi im letzten Video, spektakulär und spektakulär. Leute, Sturmfrisur ist auf jeden Fall der Vibe der letzten Tage. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir das Ganze geschafft haben. Und nicht nur, dass ich dann endlich mal meine Haare wieder konkret in der richtigen Richtung habe, sondern auch, wenn wir den Kanal jetzt passiert haben. Ich habe das gerade zu Erik gesagt. So Überfahrt war jetzt so Next Level. Im Dunkeln ankern war so Next Level. Und jetzt so Kanal Messina. Deswegen ist das dann immer so ein bisschen besonderer Moment. Und man ist jetzt schon auch ein bisschen achtsam. Hier fahren so ein paar Fähren immer von links nach rechts. Das ist ja auch so verrückt. Hier gibt es ja keine Brücke und so viele Boote, die hier immer von links nach rechts passieren. Spannend und interessant einfach hier dieser Land oder diese Landzunge, Landabschnitt, wie auch immer, diese Straße von Messina halt. Naja, also wir motoren ja immer noch, aber jetzt machen wir 5. Nochmal neu? Ja. Ich finde das immer so doof, dass wir mal diese Brillen aufhaben. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob euch das stört. Naja, jetzt muss ich wieder die Augen zukneifen. Das ist auch nicht das Gelbe von Ei. So, also wir fahren jetzt so 5,3 Knoten. Und jetzt langsam kommen wir so in die Zone. Also wir hatten jetzt die ganze Zeit einen Knoten Gegenströmung. Wie ich das verstanden habe, ist quasi hier
permanent eine Strömung in dem Kanal, so ungefähr von 0,7 bis halt ein Knoten, halt von Norden nach Süden. Wir sind jetzt von Süden gekommen und ab jetzt hier ist das halt wegen der Tide, ja, haben wir, glaube ich, also Stand Internet, gleich 3 Knoten in dem Peak, sag ich jetzt mal, Strömung mit uns. Und ja, schauen wir mal. Wie gesagt, jetzt so 5,3 Knoten. Also mal gleich. Wie viel sind wir denn vorher gefahren? Ja, vorher immer nur so 4. Obwohl wir quasi, also wir fahren jetzt mit 1900, manchmal 2400 Umdrehungen. Also normalerweise ist unsere Reisegeschwindigkeit so 6. Also wenn wir langsam fahren, so 5 Knoten. Und wenn wir 2400 Umdrehungen fahren, dann schafft das Boot so 6,5 Knoten. Und jetzt sind wir mit 2100 ein bisschen gefahren und ein bisschen über 4 gefahren, also 4,2 oder sowas. Also richtige Speedy Gonzales mäßig hier, ne? Ja. Speedy Gonzales. Ich guck die ganze Zeit, aber ich denke, ich werde es erst später sehen, wenn wir raus sind, wegen den Schwertfischerbooten. Also, ich bin kein Fischerfan, aber diese Schwertfischboote sehen super witzig aus. Die sind nämlich riesig und haben oben einen Mast und da sitzt einfach oben jemand dann drinne und guckt, wo der Schwertfisch ist, weil die sehr weit oben an der Oberfläche schwimmen. Und es ist total crazy. Die fahren so nah an den dran, dass sie dann von hinten quasi den so einen Pfeil aus, so einen Speer quasi werfen, weil das Krasse ist, der Schwertfisch hört nichts, das heißt, er hört die Motoren von dem Boot nicht und er kann nur nach vorne gucken. Das heißt, wenn von hinten das Boot sich nähert, wird er das nicht merken. Also es ist super mies für den Schwertfisch, aber einfach krass ist, dass dieses Boot und dass das so funktioniert. Was hat sich die Natur noch dabei gedacht, dass der kein Gehör hat, der Arme? Messina, auch geschafft. Tschüsschen. Schon verrückt, ja, was wir jetzt in den letzten Tagen dann für Meter gemacht haben. Wenn ich jetzt so bei Google Maps gucke und den Standort sehe, denke ich so, Wahnsinn, wie weit wir jetzt gekommen sind mit dem Boot, ne? Also, nachher, wir haben schon darüber geredet, wenn man mal so Atlantik oder so gemacht hat oder auch mal die Strecke vielleicht von Almerimar nach den Kanaren. Das sind dann so 6 Tage Überfahrt, dann wird einem erstmal bewusst, was man auch für eine Strecke mit so einem Boot zurücklegt. Ne? Also das ist, das kommt einem dann, am Anfang war so Athen nach Poros, war so, wow, voll weit. Und ja, jetzt mit der Überfahrt wird das auch wieder total relativiert. So total interessant, wie auch so eine Grenzverschiebung einfach stattfindet. Ja, aber sind happy. Leute, ich kann den Motor nicht mehr hören. Wir sind in 10 Minuten da, ich habe die Badebutze schon an. Wir holen jetzt das Großsegel noch runter, ist nur obligatorisch hier. Oh, ich sehe mich so ins Wasser springen. Erik war nun schneller im Wasser, als wir das Auto hätten sprechen können. Wir waren ganz schön kaputt. Die nächsten Tage sollten uns aber genau das geben, was wir brauchen. Viel Energie am Fuße eines Vulkans. Wenn ihr weiter mit uns reisen wollt, lasst uns gerne ein Abo da, kommentiert oder gebt uns einen Daumen nach oben. Und ansonsten, be as free as the ocean.